Gegeben ist eine geordnete Sequenz von irgendeinem Datentyp, in diesem Fall vom Datentyp int. Mehrfache Vorkommen desselben Werts sind möglich, wie hier die 2, die 3 und die 4. Gesucht ist eine Permutation, also Umordnung der Werte in aufsteigender Reihenfolge. Das müssen keine Zahlen sein, es können zum Beispiel auch Strings sein. Hier sind die Strings rechts nach der üblichen lexikografischen Reihenfolge sortiert. Das heißt, wenn das erste Zeichen schon unterschiedlich ist, entscheidet das erste Zeichen. Ist erst das zweite Zeichen unterschiedlich, entscheidet das zweite Zeichen. Ist erst das dritte Zeichen unterschiedlich, entscheidet das dritte Zeichen und so weiter. Falls ein String Präfix vom anderen ist, ist der erste String das Präfix vorgeordnet. Die Daten und die Vergleichsoperationen können beliebig komplex werden. Hier ein Beispiel. Hanks ist lexikografisch Mosby vorgeordnet, also ist Hanks der erste Eintrag. Die anderen drei Einträge haben alle Nachname Mosby. Aber Ted ist lexikografisch Tom vorgeordnet und bei den beiden Tom Mosby entscheidet das Geburtsjahr. Die Einträge hätten aber nicht so sortiert werden müssen. Die Anforderung hätte beispielsweise auch sein können, zuerst nach Geburtsjahr zu sortieren, dann nach Nachname und zuletzt nach Vorname. Oder, falls diese Informationen in den Daten enthalten sind, könnte man diese Leute auch nach Einkommen oder nach Torstatistik im Fußball oder nach sonst irgendeinem Kriterium sortieren. Allgemein gesprochen ist jeder beliebige Datentyp möglich. Es muss nur eine Vergleichsoperation definiert sein, die für je zwei Elemente des Datentyps festlegt, wer vor dem anderen in Sortierreihenfolge kommen soll. Gegeben ist eine endliche geordnete Sequenz von einem Datentyp, auf dem eine Vergleichsoperation definiert ist. Ausgegeben werden soll eine Permutation dieser Sequenz, die nach dieser Vergleichsoperation aufsteigend sortiert ist.